Hallo und herzlich willkommen zum letzten Bus des Konstruktviertels auf Heroisch. Der gute Thaddeus erwartet uns diese Woche noch. aber. Es lebt! Aber ihr nicht mehr lange. Ja, das wollen wir mal schauen, wer von beiden lebt. Thaddeus ist sehr gemein, weil er dreht jetzt dieses Mal in jeder Runde dreht er die Polarität um. Und dadurch können wir gerade mit einem Priester. Ja, mit einem Priesterdeck einfach nicht mehr direkt dagegen antreten. Aber ich habe euch hier ein nettes Paladin-Deck zusammengebastelt, mit dem ihr das eigentlich recht gut schaffen könnt. Die wichtigste Voraussetzung ist einfach, dass wir folgen und seinen Bruder halt eben möglichst in den ersten paar Runden direkt gleich aus dem Weg schaffen können. Wenn die zu viel Schaden machen, dann wäre das ziemlich blöd. Ich setze hier mal eine Buße. Und ja, okay, gelernt haben wir dadurch, es bringt nichts mit der Buße direkt am Anfang, weil ja, die beiden Schlimmen sind dadurch dagegen immun, der mischt. Okay, Runde 2, bleibt eigentlich nur ein Ei, dann haben wir in der nächsten Runde ein 4-4, das ist auch was Schönes. So, unser 4-4er kommt raus, damit können wir schon mal einen der beiden weghauen. Allerdings kriegen wir jetzt hier schöne 11 Schaden ins Gesicht, was ein bisschen arg blöd ist. Auch den anderen Schaden, wenn er jetzt wieder 7 Schaden macht. Und er müsste eigentlich als Erster kommen, weil meistens greift er in der Reihenfolge der Gespawnten an. Dann können wir hier nämlich ein Heldenopfer reinsetzen. Und können dadurch 7 Schaden abwehren, was überlebenswichtig ist. Also die 7 Schaden kommen rein. Er spielt hier noch ein extra und... Ja, dadurch bekommen wir hier den ganzen ein bisschen runtergesetzt. Gut, Runde 4 und wir haben unten eine Weihe drin. Das ist perfekt. Weil, ja, es liegen lauter Einser und Zweier. Folgendes auch jetzt runtergesetzt. Dann hauen wir die einmal komplett drauf. Haben aber immer noch unseren. Und nehmen damit seinen Gargoyle aus dem Spiel. Es ist blöd, wenn man Schaden drauf macht. Also Heilung bringt überhaupt nichts bei dem Gegner. Einfach aus dem Grund, sobald er die Polarität umdreht, wird diese Fisch geschrieben. Das heißt, man muss entweder wieder verdoppeln oder ähnliches machen, aber eine reine Heilung bringt gar nichts. Die geht gar nicht. Okay, wir können einen hier wegnehmen. Und zwar nehmen wir da hinten den, sonst macht er in der nächsten Runde 4 Schaden. Die 2 Schaden, damit kommen wir noch irgendwie klar. Und können sie auch noch reinspielen, weil sie hat dann in der nächsten Runde 3 Leben. Und ihr Schild noch dazu. Und das sollte eigentlich ja schon ein bisschen was wert sein. Okay. Ihr Schild hat sie verloren. Wir haben 1, 2. Also die 5 Schaden können wir aufbringen. Die Frage ist allerdings, wie rum wir es machen. Nehmen wir noch einen Friedensbewahrer, damit... Ja. Nee, bringt glaube ich nichts. Wenn wir sie draufnehmen und ihn, dann könnten wir unsere Route Zora noch behalten. Ja, dann machen wir es so. Einmal hier drauf und dann den 1-1er drauf. Dann nochmal den... Ach scheiße, da kommt ja der... Da kommt ja der Tank noch extra. Ja, den lassen wir lieber mal noch. Setzen wir lieber noch einen extra. Die 3 Schaden sind auch besser als die 5 Schaden. Und dann sieht es in der Runde eigentlich ganz gut aus. So. Er holt sich nochmal einen Tank. Möchte bei uns ein bisschen aufräumen hier. Und wir sind bereits auf 9 Leben runtergetroppt. Aber wir bekommen jetzt eine Echtsilberklinge. Das ist gut. Die können wir benutzen. Weil damit kriegen wir den großen Typi weg. Indem wir hier einmal sie draufjagen.
Und dann nochmal mit unserer Waffe drauf. Macht hier nur einen Schaden. Damit sind wir auf 8. Das ist noch nicht letal, weil er macht in der nächsten Runde jetzt 2, 3, 4 Schaden. Und ich denke, er wird auch probieren, unseren Kleinen hier wegzunehmen. Also das ist auch das Schöne am Paladin, wieso es recht einfach ist. Er probiert auch immer, unsere Kleinen wegzunehmen. Gut, wir nutzen das Ganze hier, um ein bisschen Karten zum Ziehen. Wir bekommen noch eine Weihe, die können wir allerdings nicht spielen. Und eine Quality, der bringt uns auch nichts. Aber den 2-1er können wir wegnehmen, ja. Was haben wir den noch? Ja. Komm, ein Tank weniger. Hat auch seine Vorteile. Für die Gerechtigkeit. Und... ja. Das sind jetzt auch nochmal 2 Schaden weniger, weil dieses Mal bekommen wir jetzt 7 Schaden ins Gesicht. Und das ist eklig. Ja komm, hau das Board voll. Ja, immer schön Gegner drauf. 4 Gegner. Dann machen wir jetzt Weihe Equality. Also Gleichheit, alle auf 1. Und dann eine Weihe drauf. Dann ist das Board einfach wieder frei auf der Seite. Und wir bekommen die Heilung von dem Zombie. Sehr schön. Was spielen wir noch? Ja, noch einen kleinen. Und es steht 11-41. Er probiert uns umzudrehen, aber geht wohl irgendwie nicht. Und nimmt uns unseren weg. Okay. Das heißt, nächste Runde bekommen wir hier ein Ei. Wir können eine Buße drauf spielen. Wir können hier noch ein Extra, einen Kommandanten. Dann spiele ich mal eine Buße rein, falls er irgendwas Blödes spielt. Vielleicht habe ich ja auch Glück und es wirkt sich auch irgendwie auf die Spindlinge aus. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Also ein Todesröcheln-Effekt ist da doch ein bisschen was anderes. Aber es steht 11-37. So, Spinny kommt raus. Den können wir zumindest mal runter. Aber bringt uns natürlich überhaupt nichts. Weil das Ganze... ja. Er ist ja noch in der Verstohlenheit. Okay, wir können ihm wieder ein Schild geben. Damit kriegen wir allerdings die Spinne nicht ganz runter. Wir können ihn auf einen Schaden setzen. Dann überlebt er zumindest mal. Er kann gar nicht. Ja, dann heilen wir uns noch mal ein bisschen. Bekommen eine Demut. Bekommen Demut. Ja, mit Demut kriegen wir es auf 1. Dann machen wir hier drauf. Dann macht er zumindest mal in der nächsten Runde nur 2 Schaden. Das ist auch schon mal ein bisschen was wert. So, der wird umgedreht. 2-3. Und da kommt wieder so ein großer Tank. Oh, wie ich den hasse. Okay. Ein Zweier. Hier haben wir noch ein Todesröcheln. Und dann Friedensbewahrer. Den kriegen wir nicht direkt weg. Aber ich glaube, den Tank macht uns jetzt hier nichts. Spielen wir den aus. Und ja, ein Schild geben. Na, komm. Dann kann er das nächste Mal zumindest mal 3 Schaden irgendwie abhalten. Und wir überleben ein bisschen länger. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Weil er wird jetzt mit dem Tank höchstwahrscheinlich gegen unseren Ghoul gehen. Ach nee, geht erst mit ihm. So, die sind beide drauf. So, einmal. Den könnten wir zwar wegnehmen. Wir können nichts runtersetzen. Ja, nehmt das rein. Heldenopfer bringt nichts, weil, ja,
2-1. Oder? Nee. Lassen wir lieber weg. Das Ganze bringt gar nichts. Weil, wenn er direkt angreift, er wird erst mit dem Kleinen angreifen. Und dann haben wir... Ja. Und er geht uns eh direkt ins Gesicht. Ja, dann sind wir jetzt mit unserem kleinen Knappen, sind wir besser dran. Wir haben auch hier noch eine Quality bekommen. Damit könnten wir ihn die nächste Runde ein mit einem Einser. Oder wir machen es über den Friedensbewahrer, kriegen ihn auf 1 Schaden. Dann kriegen wir zwar nächste Runde 4 Schaden. Dafür bin ich zuständig. Aber er hat nächste Runde nur ein Leben und mit ein bisschen Glück rennt er uns voll ins Geheimnis rein und geht dadurch kaputt. So, er probiert wieder hier ein bisschen aufzuräumen. Ah, schafft es auch schön. Aber rennt uns dafür komplett ins Geheimnis rein. Einmal. Aber dadurch wird er leider jetzt gebufft. Okay, ich bräuchte nochmals Gleiche irgendwie. Angriff bringt nichts. Gleichheit. Sollte man eigentlich. Aber ich kann ihn mit einem Segen der Macht in der nächsten Runde raushauen. Ich kann ihn mit einem Equality. Aber halt eben nicht die Runde. Okay. Droppen wir wieder auf 7. Ihm gehen eh langsam auch. Er hat eh keine Karten auf der Hand. Da haben wir einen deutlichen Vorteil. Okay, hier liegen 2. Wir können unseren hoch. Wir können mit Equality. Gleichheit. Und ja, oder wir nehmen den 1er. Wir müssen das Leben auf eine 1 setzen. Ja, machen wir Equality sonst. In den Kampf. Dann macht er auch in der nächsten Runde nur einen Schaden. Mit seinem Kleinen. Und ja, geben ihm noch ein bisschen Gottesschild. Vielleicht haben wir Glück. Die Gottesschilde, die wirken schon immer ein bisschen wie ein Magnet bei Thaddeus. Er scheint da schon ein bisschen drauf zu stehen. So, einmal Gottesschild hat er entfernt. Ah, wir bekommen Kane. Der ist natürlich eine sehr, sehr schöne Legendary-Karte. Einfach aus dem Grund, ja, selbst wenn er einen weghaut, es kommt nochmal der gleiche. Und sie haben von der Lebens- und Angriffszahl eigentlich recht viel gleich. Also, ja. Ein Ragnaros wäre natürlich auch ein wunderbarer 16er. 8-16. Weil er ja jedes Mal halt eben die Lebensanzeige wechselt. Und trotzdem nicht angreifen kann direkt. So. Ihn können wir jetzt wegkaufen. Dazu setzen wir ihn hier auf 1. Gehen mit ihm drauf, dann verliert er schon nicht so viel Leben. So. Und spielen sie noch entsprechend. Und auf einmal ins Gesicht. Den Segen der Macht geben wir nachher gleich auf Kane drauf. Dann können wir ihn zu einem 8-3er, ach nee, zu einem 6-5er machen. Ah, und kriegen sogar noch einen, sehr schön. Dann einmal 6-5 und nachher 8-6. Und dann haben wir es eigentlich so gut wie geschafft. Einmal nochmal drauf gehen. Und ja, langsam gehen mir die Karten aus. Aber wenn ich es jetzt irgendwie schaffe, ihn noch schön runter zum Hauen, dann könnten wir das gut schaffen. Er hat auch nicht mehr so die großen Karten, so wie es aussieht. Ich habe fast keine Karten mehr. Jetzt spielt er hier ein 4-3er, um uns noch ein bisschen zu ärgern. Ich habe hier ein Schild, dann opfern wir ein. Hier opfern wir das Schild. Der ist weg. Machen aus ihm jetzt ein 8, oder? Ja, können wir machen. So, machen aus ihm jetzt einen 8-6er. Den Tank spiele ich lieber nicht. Wir haben viele 1er hier liegen. Und die würde ich wahrscheinlich jetzt gleich brauchen, weil der Kampf ist echt spannend jetzt gerade.
So, da kommt noch eine Spinni. Ich habe keine Karten mehr. Oh, okay. Das ist unsere letzte Karte und wir bekommen eine Waffe. 7, 14, passt. Dann einmal ihn drauf. Noch 6, noch 5, noch 4. Der Ghoul darf auch noch aufs Spielfeld. Ihnen sagen wir auch noch schnell Hallo. Und dann haben wir das Spiel schon geschafft. Eindringling, ich lasse mir diese Dreistigkeit nicht mehr gefallen. Ja, als nächstes bist du dran. Ja, das war die Runde, der gute Thaddeus auf dem heroischen Modus. Also ihr seht, mit einem gewissen Deck, das Deck hat sehr, sehr viele Antworten auf die Fähigkeiten vom Thaddeus. Und ja, damit haben wir auch das Konstruktviertel geklärt und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch zwei Bosse. Und dann haben wir nächste Woche das gesamte Naxxramas komplett geklärt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die anderen Folgen noch interessieren, wir haben sie noch verlinkt. Und ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Wenn es geklappt hat, dann gebt ein Like. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.